Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute mal kein Fortnite, kein Rainbow, sondern heute ein, was sagt man, neues Spiel. Ja, aber ein neues Spiel auf dem Kanal und zwar Battlefront 2. Das gibt es jetzt seit gestern kostenlos im Epic Game Store. Das heißt, ihr könnt euch das sofort holen. Aber da es ziemlich viel Modi gibt und ich das Spiel schon auf der Xbox ein bisschen länger spiele, dachte ich mir mal, ich mache drei Modi, die mir gut gefallen und die auch gut für Anfänger sind. Deswegen kommen jetzt hier die drei Modi, die meine Lieblingsmodi sind. Viel Spaß. So, auf Platz 1 haben wir den Koop-Modus. Der ist noch gar nicht so lange drin, aber der ist perfekt zum Üben von Battlefront. Und zwar spielt ihr einfach zu viert gegen KIs. Aber keine Angst, die KIs haben es ordentlich in sich. Also, wie ihr hier gerade seht. Oh Gott. Ja, die KIs haben ordentlich in sich. Und zwar haltet ihr einfach manche Punkte zu viert. Zieht euch dann immer wieder zurück. Das ist perfekt zum Anfang, wenn ihr von Battlefront noch nicht viel Ahnung habt. Dann solltet ihr das unbedingt spielen. Weil man hier auch sehr viel lernt über die Mechaniken und so. Und ja, ihr habt dann auch immer noch so KI-Truppen dabei. Und ja, auch die ganze Atmosphäre von hier, dem Modus und Tiet ist echt geil. Also man fühlt sich hier schon richtig geil im Krieg, wie hier. Könnt ihr auch immer so Granaten werfen? Ja, Leute, und das war Modus Nummer 1. Ja, Leute, dann kommen wir zum zweiten Modus und das ist, wie ihr hier seht, Vorherrschaft. In dem, also das ist schon ein richtiger Krieg, kann man sagen. Ihr erobert einfach hier die Kommandoposten, rennt da immer hin. Und die anderen versuchen das eben auch. Und wenn ihr das geschafft habt, dann geht ihr praktisch auf das andere Schiff und versucht es zu zerstören. Und wenn ihr es nicht geschafft habt, dann geht es praktisch wieder weiter und die anderen können aber auch noch versuchen. Oben seht ihr die Prozent. Logischerweise, wer mehr Posten hält, kriegt mehr Punkte. Und das ist wirklich aber auch ein richtiger Kriegmodus. Also, da sollte man schon ein bisschen erfahrener sein. Weil, wie gesagt, das ist ein bisschen Krieg. Ja, Leute, und dann kommen wir zum ersten Modus. Ja, Leute, und dann kommen wir zu meinem Lieblingsmodus. Und den habt ihr wahrscheinlich heute auch schon gesehen. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Helden vs. Schurken. Da kämpfen einfach vier Helden, vier Gute, vier Böse gegeneinander. Und es geht darum, wer sich als erstes eigentlich umbringt. Jedes Team hat gewisse Leben. Hier 35 zu 35. Und ihr müsst halt eure Leben schützen, aber am besten gleichzeitig die Gegner umbringen. Und es gibt hier sehr viele Memes. Hello there. Mit Obi-Wan. Also in der Celebration Edition bekommt ihr auch alle Outfits, alle Emotes und so. Und ich finde, der Modus ist auch sehr witzig. Manchmal trefft ihr auch einfach auf Gegner, die nur trollen wollen. Sind dann auch ganz witzige Runden. Und das Geile ist halt einfach die ganze Zeit mächtige Helden zu spielen. Ja, und haben wir wir schnitzen gerade alle Kylo Ren hier. Ja, Leute, das waren meine drei Lieblingsmodusse für Star Wars Battlefront. Probiert's aus. Ich würde es mir auf jeden Fall holen. Es ist wirklich ein sehr geiles Spiel. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.